Die Ausstellung Mathematik und Ästhetik des Chipdesigns hier im Arithmeum planen wir schon seit 20 Jahren. Sie hat als Basis eine Kooperation mit der Industrie, genauer gesagt mit der IBM, zur Mathematik des Chipdesigns, die wir schon seit über 30 Jahren mit sehr großem Erfolg pflegen. Sehen Sie, wenn ein Mathematiker einen neuen Satz bewiesen hat, dann hat er ein besonderes Glücksgefühl. Wenn ich einen kleinen Chip in der Hand habe, wo ich weiß, dass er nur mit unseren Methoden, mit unserer diskreten Mathematik möglich war, dann habe ich ein ebenso starkes Glücksgefühl. Hier in der Ausstellung zeigen wir Ihnen nun einige Beispiele für diese Glücksgefühle, einige besonders interessante Chips, einige besonders interessante Animationen und ich hoffe, dass Ihnen diese Ausstellung gefallen wird. Alles, was ein moderner Computer tut, ist eigentlich rechnen. Egal, welche Anwendung wir bei einem Computer gerade verwenden. Im Hintergrund, das Einzige, was passiert, ist ein sehr komplexer Rechenvorgang. Und dieses Rechnen passiert nicht wie bei uns, wenn wir im Kopf rechnen oder mit den Fingern das abzählen im Dezimalsystem, sondern im Binärsystem. Das heißt, ein Computer rechnet nur mit Nullen und Einsen. Da das keine ganz neue Idee ist, wollen wir das hier an einem historisch inspirierten Objekt demonstrieren. Und zwar hat Gottfried Wilhelm Leibniz bereits um das Jahr 1700 herum die Idee zu einer binären Rechenmaschine gehabt. Und zwar hatte er sich überlegt, es ist doch viel einfacher, nicht 10 Zustände unterschiedliche mechanisch zu speichern, sondern nur 2, nämlich 0 und 1. Also eigentlich letztlich nur einen darstellen zu müssen. Und dafür hatte er die Idee, mit Kugeln zu rechnen. Und wenn man sich das hier anschaut, kann man durch das Herausdrücken einer Kugel eine 1 abzählen. Das entspricht noch unserer Zählweise im Dezimalsystem. Wenn jetzt aber die zweite Kugel dazu fällt, Leibniz hat es so beschrieben, diese Kugel fällt in eine Wippe, die bleibt eine, bleibt liegen. Wenn die zweite dazu fällt, kippt diese Wippe um, eine Kugel rollt weg und die zweite in das nächsthöhere Feld. Das heißt, jetzt haben wir für die 2 im Binärsystem 1, 0. Als nächstes wäre das 1, 1, die 3, dann wieder eine 1 dazu, erzeugt das im Binärsystem 2 Überträge und wir haben die 1, 0, 0, also die 4 im Binärsystem. Das ist sehr einfach, sehr schön, auch einfach nachzuvollziehen. Und alles, was unsere modernen Computer machen, ist nichts anderes, als mit Nullen und Einsen zu rechnen. Natürlich laufen auf einem solchen Chip keine Kugeln herum, sondern es sind Bits, Signale, die eben als ein- oder ausgeschaltet 1 und 0 symbolisieren. Und so kann mit einfachen logischen Schaltungen gerechnet werden, wie wir das zum Beispiel an unserem Ampel-Chip-Beispiel sehen können. An diesem kleinen Beispiel wollen wir Ihnen das Funktionieren eines Chips erklären. Das ist in der Tat ein Beispiel, das nur 17 Gatter hat und vielleicht 50 Transistoren. Gemessen an einem realen Chip, der 30 Millionen Transistoren hat, ist das natürlich sehr klein. Wir wollen allerdings hier das Funktionieren zeigen. Wir haben hier Gatter, ein logisches Und, ein logisches Oder und ein Inverter. Und was soll dieser Chip nun tun? Er soll eine Ampel steuern, eine Ampel an einer Baustelle, wo nur ein einspuriger Verkehr möglich ist. Dazu muss dieser Chip 4 Zustände kennen. Er muss einmal grün-rot kennen, dann grün-rot von der anderen Seite, dann rot-rot. Aber das Rot-Rot muss er zweimal kennen. Er muss nämlich wissen, was als Vorgängerzustand da war, wo letzte Mal grün war, damit sich wirklich auch die Phasen, damit die Phasen wirklich wechseln können. Das tut dieser Chip ganz gut. Er hat hier 2 Outputs, das sind die beiden schwarzen Klötze. Jetzt war gerade die eine Ampel gesteuert. Er hat 2 Inputs, die durch Kontaktschleifen in der Straße realisiert werden. Das sind die beiden weißen Klötze hier. Und was Sie hier flackern sehen, das sind gerade die Signale, die im Moment laufen von einem Gatter zum anderen. Sie können also richtig nachvollziehen, wie dieser Chip wirklich funktioniert. Das ist im Grunde nur ein kleiner Spielzeugchip, aber er zeigt Ihnen schön, wie das logische Zusammenwirken von logischen Schaltungen agiert. Sie sehen, gerade haben wir hier Rot. Das Auto muss warten, das andere muss jetzt warten, weil er grün bekommen hat. Und auf diese Art und Weise haben wir einen zügigen Verkehr.
Hier haben wir eine Installation eines Mikroskops, um diese elektronischen Winzlinge, die kleinen Chips, uns im Detail anschauen zu können. Und an dieser Station können wir in einen Chip hineinschauen. In dem Fall haben wir jetzt eine 500-fache Vergrößerung. Wir können bis zu einer 1500-fachen Vergrößerung wählen. Der Chip, der im Augenblick drunter unter dem Mikroskop liegt, hat eine 130-Nanometer-Struktur. Das heißt, es ist schon sehr eindrucksvoll, dass wir wirklich die einzelnen Drähte auf dem Chip noch erkennen können und auch einzelne kleine Unterschiede feststellen können. Zum Beispiel sind die Breiten Drähte die Power-Verdrahtung, während diese ganz feinen Drähte die Logik-Verdrahtung darstellen. Dazu kann man vielleicht noch sagen, in dieser Ausstellung geht es im Wesentlichen ausschließlich um Logik-Chips, nicht um Speicherchips. Speicherchips sind technologisch interessant, aber mathematisch nicht so anspruchsvoll. Logik-Chips hingegen, die wirklich das Herzstück eines Computers bilden, sind mathematische Herausforderungen. Die Ausstellung Mathematik und Ästhetik des Chipdesigns im Arithmium lebt aus unterschiedlichen Bestandteilen. Und zwar ist sie eine sehr besucherfreundliche Ausstellung, würde ich es nennen. Man kann sehr viel selbst machen, sehr viel selbst erleben. Angefangen von einer Virtual Reality Brille, wo man selbst in einen Chip eintauchen kann und sich durch die als quasi in der Größe eines kleinen Bits durch einen solchen Chip bewegen kann. Das ist sehr eindrucksvoll, um die Komplexität dieser Objekte zu sehen. Diese kleinen elektronischen Wunderwerke sind aber auch als Bilder in der Ausstellung zu sehen, und zwar einmal als Designbilder, das heißt, das sind die Entwurfsbilder, nach denen der Chip wirklich gefertigt worden ist. Nur haben wir sie deutlich größer ausgedruckt und farbig so verändert, dass sie auch für den Laien die Ästhetik vielleicht sichtbar machen. Diese Strukturen auf den Chipbildern werden eigentlich zur Produktion der Masken verwendet. Das sind dieselben Daten, die für die Chipproduktion oder Chipherstellung Verwendung finden. Diese Masken sind ungefähr 10-mal so groß wie der Chip. Auch die können Sie im Original hier sehen. Die werden dann auf Wafern, auf runden Siliziumscheiben, photolithografisch aufgebracht, die Strukturen. Auch das können Sie hier sehen, die Wafer und die einzelnen Chips natürlich auch. Gleichzeitig sehen Sie aber auch von den produzierten Chips sehr schöne Fotografien, Makro- und Mikrofotografien, die der Fotograf Patrick Rocker aus Rouen für uns aufgenommen hat. Wunderschöne Einblicke in diese sehr feine Technik, die wir da erkennen können. Ja, zum Mitmachen gibt es sehr viel, von haptischen Spielen, wo Sie ein kleines Netz verdrahten können zum Beispiel. Von diesen Netzen gibt es auf einem solchen Chip 100 Millionen. Hier haben wir nur ein einziges mit vielleicht 5 oder 7 Anschlusspunkten. Und wenn Sie dieses verdrahten wollen mit der minimal von uns errechneten Drahtstückzahl, dann werden Sie feststellen, das ist schon gar nicht so einfach, wie das aussieht. Auch kleine Placement-Probleme, das heißt die Platzierung der Transistoren werden hier vorgestellt. Da kann man ein kleines Puzzle zu lösen. Das ist sicherlich auch eine sehr, auf den ersten Blick sehr einfache Aufgabe, aber das ist nicht so trivial, wie das aussieht. Sie können das hier alles ausprobieren. Wir haben Multimedia-Stationen, wo Sie selbst einen Einblick in die Mathematik hinter dem Chipdesign finden können, wo Sie sich aber auch diesem Problem nochmal spielerisch nähern können, um eine Idee davon zu kriegen, wie schwierig diese Probleme schon im Kleinen sind, damit Sie dann vielleicht eine Vorstellung davon gewinnen können, wie kompliziert es ist, wenn Sie Milliarden von Transistoren auf einer daumennagelgroßen Chipfläche platzieren müssen und die dann auch noch optimal verdrahten. Und ja, wir hoffen, dass wir in der Ausstellung ja, ein bisschen die Faszination für diese Objekte weitergeben können, für diese wirklichen technologischen, hochkomplexen Mikroprozessoren, dass Sie aber gleichzeitig auch sehen, wenn Sie diese Objekte anschauen, dass vielleicht die Idee der künstlichen Intelligenz, die man diesen Objekten häufig zuschreibt, wirklich eigentlich nur darauf basiert, dass sie extrem schnell rechnen können. Und das ist beeindruckend. Trotzdem ist das, was ein Chip oder ein Computer letztlich macht, immer noch vom Benutzer abhängig. Und insofern sind wir alle dafür verantwortlich, was wir aus diesen technologischen Wunderwerken machen.